Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Vorschaupart, kann man schon sagen, zu Let's Play FIFA 15. Und zwar, ja, ist für EA Access jetzt mittlerweile schon die FIFA 15 6 Stunden Testversion verfügbar. Die werde ich auch nachher aufnehmen. Aber vorher habe ich gedacht, ich nehme erstmal hier die Foot-App in Betrieb. Und in dem Sinne, ja, haben wir hier, weil ich ja auf der PlayStation schon ein paar Jahre bei Ultimate Team mit dabei bin, haben wir hier ein paar Packs bekommen, die wir öffnen dürfen. Ich habe gerade so als Anfang für dieses Let's Play im allerersten Part machen wir mal diese Packs auf und im zweiten Part geht es dann mit Gameplay und mit der, ja, mehr oder weniger Vollversion, also die 6-Stunden-Testversion los. Wenn alles klappt, sollte morgen oder spätestens übermorgen der erste richtige Gameplay-Part kommen. Also, diesmal nur Pack-Openings. Und wer meine sonstigen FIFA-Videos, meine letzten Ultimate Teams verfolgt hat, der weiß, dass ich beim letzten Mal ein Bundesliga-Team hatte als Main-Team und als zweites hatte ich, glaube ich, ein Franzosen-Team. Und in FIFA 12 hatte ich ein Franzosen- und ein Holländer-Team. Und wahrscheinlich wird es diesmal wieder ähnlich laufen, je nachdem, wie stark die Mannschaften sind. Die Bundesliga sollte ja aufgrund von Liga der Weltmeister und so weiter, wo ja auch alle immer 30 Milliarden Werbungen von machen, sollte die ja einigermaßen gut bestückt sein. Ich glaube, ich habe Volland schon in dem allerersten Pack, was man kriegt, wenn man das FIFA Ultimate Team das erste Mal startet. Da kann man noch nicht im Vollbild spielen, deswegen konnte ich das noch nicht aufnehmen. Habe ich, glaube ich, schon Volland bekommen. Das heißt, jetzt habe ich mit Rita und Neustädter auf jeden Fall schon mal drei Deutsche. Und das ist schon mal ein Vorteil, wenn man so mit der ersten kleinen Mini-Elf spielen möchte. So, ich weiß übrigens noch nicht, ob ich es auf der PlayStation 4 oder auf der Xbox One Let's Playen möchte. Ich werde auf jeden Fall die 6-Stunden-Testversion, wie gesagt, auf der Xbox One machen. Dann gucke ich mal, was ich in der Zeit zusammenbekommen habe, ob es sich lohnt, da weiterzumachen. Oder ob ich auf der PlayStation weitermachen sollte, weil da sind einfach mehr Spieler. Und damit ist der Markt auch aktiver. Und ja, ich mag den PlayStation 4 Controller einfach lieber als den Xbox One Controller. Daran liegt es vielleicht auch. Wir schmeißen erstmal alles in den Verein. Also, vielleicht könnt ihr es in den Kommentaren auch bestimmen, welche Version ich spielen soll. Ich werde mir wahrscheinlich tatsächlich beide holen. Und dann mal schauen. Hatte ich ja bei FIFA 14 ungewollt auch, weil bei Xbox One war ja im Day One Bundle FIFA 15, FIFA 14 mit dabei und das hatte ich mir für die PlayStation 4 da schon geholt. Und wir haben auch gleich mal ein deutsches Stadion, der Signal Iduna Park. Wir haben das Dortmunder Stadion, wir haben den Saudi-Arabien-Ball, den haben wir, glaube ich, schon. Naja, Signal Iduna Park, alles zum Verein, weiter geht's. Du kannst weg. Hey, wir haben unsere ersten 15 Münzen verdient. Juhu. Toll. So, machen wir das nächste nur Spielerset auf. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, vier goldene und ein seltenes Objekt sind dabei. Und wir haben einen Franzosen. Aber wir haben auch Bungert und Ginter, Ginter Geis natürlich, zwei Mainzer. Ebenfalls welche für unser Team aktuell. Passt schon mal soweit. Freut mich. Läuft ja eigentlich mit unserem Bundesliga-Team eigentlich schon mal sehr gut. So, alle zum Verein. Ich weiß, dass davon definitiv keiner in unserer Hauptelf spielen wird, aber naja, was soll's. Da haben wir Howard auf dem Pack drauf, den US-Torwart-Helden und ja, gleichzeitig Torhüter von Everton. Gestern ja erst Wolfsburg geschlagen mit einem ganz knappen 4-0. Das war ganz knapp. Und wir haben auch gleich den ersten Chemiestil, der Hunter. Tempo und Schuss auf Maximum, das ist eigentlich für einen schnellen Stürmer das Perfekte, was man machen kann. Also auch schon mal nicht schlecht. Und ein Mannschaftstraining ist auch immer gut, wenn man nur eine Mannschaft hat. Alle zum Verein und weiter geht's. Ich weiß, dass der erste Part jetzt ganz kurz wird, deswegen ist es ja auch eher so ein kleiner Teaser-Part, kann man schon fast sagen. Das richtige Let's Play startet dann ja erst, wie gesagt, morgen oder übermorgen. Wenn wir dann auch mit dem Gameplay starten, dann werde ich die 6-Stunden-Testversion wahrscheinlich dafür nutzen, um dann nur Ultimate Team zu machen. Jetzt kriegen wir hier nur die ganzen Fitnesskarten. Naja, gut, Verträge und Fitness ist am Anfang auch wichtig. Ja, und am Anfang, wie gesagt, ein bisschen Ultimate Team machen. Die ganzen 6 Stunden werde ich wahrscheinlich daran investieren, um ein paar Parts aufzunehmen. Zumindest genug bis zum Release. Der ja auch nur noch 5 Tage auf sich warten lässt, 6 Tage auf sich warten lässt, so in dem Dreh. Und dann kann man auch schon, ja, mit dem Hauptspiel loslegen. Mit der Vollversion ohne 6-Stunden-Begrenzung. Also, was haben wir denn hier drin? Bislang auf jeden Fall noch kein seltener Spieler, aber das ist, glaube ich, in diesen Testpacks hier auch nicht zu erwarten. Solange wir genug Trainings- und Wiederverträge machen und so, müssen wir uns da am Anfang auf jeden Fall nicht drum kümmern. In den Goldpacks ist irgendwie nichts für uns dabei. Kein Bundesligaspieler, kein deutscher Spieler. Das heißt, für unsere erste Elf nicht so gut wird. Bringt uns aller Bar Glück. Können wir ja mal drauf hoffen, ne? Auf jeden Fall die beste Karte, wenn das nach wie vor die beste Karte ist, die da angezeigt wird, so also vom Gesamtwert her.
jetzt nicht so ganz berauschend. Wie dann seht, ein Vertrag, extra Klaser, Managerliga, das bringt uns auch nichts, wenn dann Bundesliga oder Premier League ist auch nicht schlecht für den Anfang. Da gibt es viele, viele Spieler, die auch zu ganz annehmbaren Preisen zu erhalten sind. So, machen wir nochmal ein Silberpack auf. Sound haben wir hier momentan nicht. Ich glaube, das liegt aber an der Foot-App. Wow. Naja, Braunschweig ist nicht mehr erste Liga, sondern ist zweite Liga, also bringt uns momentan nichts. Machen wir dich mal auf. Und Atletico Madrid, wer ist das denn? Ich kann ihn jetzt gerade gar nicht erkennen auf dem Bild hier. De Michelis. Auch schon in die Jahre gekommen, der Ex-Bayern-Spieler. Aber bringt bei sowohl bei Argentinien in der Nationalmannschaft als auch bei, wobei er da glaube ich aufgehört hat mittlerweile, als auch bei Manchester City immer noch seine Leistung. Ist glaube ich damals unter Van Gaal weggegangen oder ist der nach Van Gaal weggegangen? Ich glaube, der ist bei Van Gaal weggegangen, weil er bei ihm keine Aussicht mehr hatte zu spielen. So, letztes normales Goldset. Und es bleibt dabei, dass wir keinen seltenen Goldspieler bekommen. Ich glaube auch keinen über 78. Naja, oh, wir haben das Emblem von Chile. Embleme? Sind die neu? Oder sind das die Wappen? Gibt es jetzt auch Länder als Wappen? Dann muss ich ja nicht mehr nur mit Hannover 96 spielen. Oh, Maestro ist natürlich gut für dribbelstarke zentraloffensive Mittelspieler. Mittelfeldspieler. Gute Schnelligkeit, gutes Passen, gutes Dribbling. Zum Beispiel für so einen Götze oder so wäre das, glaube ich, sehr gut. Wobei ich bei dem vielleicht eher schon statt auf Dribbeln auf Schuss gehen würde. Aber okay. Alle zum Verein. Wir bekommen noch das Season-Ticket-Pack, was wir auch noch öffnen können. Und dann ist der erste Part auch schon quasi durch. Und da haben wir tatsächlich einen einzigen seltenen Spieler. Und das ist tatsächlich einer aus der Bundesliga, auch wenn er jetzt nicht der Beste aus der Bundesliga ist. Aber immerhin, wir haben ein Heil-Item, wir haben ein Dänemark-Zeichen und wir haben Maxim vom VfB Stuttgart. Das ist schon mal sehr schön. Damit kann man leben. So, alles zum Verein. Und dann würde ich sagen, können wir hier eigentlich schon mal kurz so eine grobe Mannschaft aufstellen. Eine Startmannschaft hat man hier natürlich auch wieder bekommen. Warte, so. Haben wir hier einen besseren. So, wir haben keinen aus der Bundesliga. Deswegen nehmen wir einfach mal den besten, den wir haben. Hier haben wir immerhin Bungert, den wir reinschmeißen können. Daneben haben wir aber leider keinen, deswegen müssen wir da De Michelis, denke ich, mal reinpacken, wenn wir schon so über den geschwärmt haben, auch wenn sein Nebenverteidiger da vielleicht die bessere Wahl wäre. Ist mir jetzt egal. So. Suchen. Hier haben wir Sascha Rita von Freiburg. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Dann müssen wir uns hier mit dem mexikanischen Spieler abgeben. So, okay. Na, hier würde ich mal sagen, wir machen einfach mal Mittelfeld. Weil ZDM und ZOM und alles mögliche. Neustädter Geiss. Und Maxim für vorne. Das ist eigentlich eine Sache, wo man sagen kann, yo. Deswegen wechseln wir unser System mal kurz auf ein 4-3-3. Und schmeißen dann hier Geiss rein. Dann wechsle ich euch beide auch mal kurz aus, weil dann haben wir hier... Ach, die haben gar keine Verbindung, so eine Kacke. Na super, dann packe ich dich dahin. Dann haben wir zumindest die... Obwohl, ja, hier hat er auch einen grünen Verbindung. Ist jetzt eigentlich egal. So, dafür tauschen wir jetzt da noch den guten... Wo ist er denn? Maxim rein. Jawohl. Hier ist eigentlich egal, am Bericht ist mit den... Ah, ich glaube, dann habe ich den Volland tatsächlich auf der Xbox gezogen und nicht hier. Ich habe ja bei beiden einen Account und habe ich ja bei beiden auch schon gesucht. Ich glaube, da habe ich Volland da gezogen. Schade eigentlich, wäre jetzt hier besser gewesen. Also wir haben auch keinen deutschen Spieler mehr ansonsten. Achso, ja, müssen wir mal so durchschalten. Keinen Bundesligaspieler mehr. Nö. Alles klar. Dann wird da vorne noch einfach reingeschmissen, wer geht. Also auf rechts Johnson. Auf links.
Machen wir mal den Ibai Gomez da rein. Und in Sturm kommt dann Mitroglou oder. Wir haben schon so viele Argentinier. Wir haben einen stürmischen Argentinier, wir haben zwei Innenverteidiger als Argentinier. Egal, spielen wir erstmal so. Das heißt, wir spielen nicht, aber das ist erstmal unsere vorläufige Elf. Mal sehen, was man da noch draus machen kann. Mal sehen, ob man vielleicht den Maxim schon für ein bisschen was verkaufen kann und dafür schon einen besseren Spieler holen kann. Das war der erste kleine Teaser-Part von meinem Ultimate Team Let's Play. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen oder spätestens übermorgen wieder mit dem ersten Gameplay-Part. Also bis dann und auf Wiedersehen.